Hallo und willkommen hier. Und zwar gibt es hier auch ein Deckrezept mit Chuck Knight und Wylan. Chuck Knight ist ja gerade neu, also im nächsten großen Booster-Set dann drinnen, die zu diesem Weltvermächtnis ein bisschen dazugehören in dieser Serie. Und zwar kann man hier auch mit Wylan ein bisschen unterstützen. Okay. Also das Konzept ist: Die Wylan mit den Chuck Knights sind von Extreme Force zusammen verknüpfen die Wylan Empfänger, wenn sie von der Mainmonster-Zone in den Friedhof gelegt werden, für eine Synchro-Beschwörung oder Link-Beschwörung, kann man sie wieder in die Zauber- und Fallenkartenzone als Ausrüstungskarten hinlegen. Und durch diesen Effekt kann man dann mehr Chuck Knight-Monster in Zauber-Beschwörung beschwören. Und mit dem Effekt von Kinker Boy, welcher ja noch im neuen Starterdeck drinnen ist, kann man zum Beispiel Wylan Sphere vom Friedhof beschwören und als Material für Links beschwören für zum Beispiel Linkoribo. Dann kann man das wieder machen mit also den Effekt von Wylan wieder in die Zauber-Zahlenkarte hinlegen und dann ein Chuck Knight Monster beschwören. Hier wird dann noch eine Deckliste, die dreimal Chuck Knight auf der Lavender Dusk, einmal Chuck Knight auf der Cobalt Deaths, zwei Crimson Lotus, zwei Golden Blossom, eine Amber Shade, eine Verdant Gale, drei Azur Sky, ein Wylan Hept, ein Wylan Cube, zwei Wylan Tetra, drei Wylan Sphere, zwei Kinker Boy, dann zwei Scars Left by the World Legacy, K to the World, zwei K to the World Legacy, zwei Wylan Material, ein Wylan Prototyp, ein Wonderwand, eine Power of the Gardens, okay. Ups. Das muss ich jetzt rausschneiden. Blablabla. Okay. Dann ein Overdone Burial, ein Twin Twister, ein Monster Reborn. Okay, das müssen wir mal tauschen, weil das ist anscheinend OTK. Ein Galaxy Zyklon. 202 Deaths of the World Legacy, Whispers of the World Legacy, Revival Gifts und ein Jar of Avarice. Und das extra Deck ist ein Dark Knight of the World Cars, ein Ventrilobus, Clara und Ruschka, Linkoribo zweimal, einmal Code Talker, einmal Chaufeng, Phantom of Yangtze, einmal Wylan Epsilon, einmal Wylan Delta, einmal Psychic Life Tracer, einmal Black Rose Moonlight Dragon, zweimal Vulcan the Divine, einmal Number 11 Big Eye, einmal Constellar Ptolemy M7 und einmal Constellar Bladeyes. Das war's. Das ist die Deckliste für Chuck Knight und Wylan Deck. Ich glaube, das ist schon gut. Ich finde Chuck Knights ziemlich gut, weil die können ja richtig negieren und auch noch ein bisschen angreifen. Ja, und die Feldzauberkarte ist so der letzte Trumpf, wenn man wirklich so lange ein Duell noch macht, dass alle irgendwo auf dem Friedhof sind und dann den Gegner einfach vernichten. Okay, das war's auch wieder mit diesen News und dann bis zum nächsten Mal.